Meine Damen und Herren, beginnen wir mit Ergänzungen und Korrekturen zum letzten Mal. Spezifischer Drehwert. Alpha D25 wird häufig in der Zuckerchemie angegeben. D steht nicht für Drehwert, sondern für die Wellenlänge, bei der gemessen wird. Ja, der Drehwert ist wellenlängenabhängig. Allgemein sieht das so aus. Allgemeine Formel ist Alpha bezogen auf Lambda und Temperatur. D steht für die D-Linie des Natriumlichts, D-Übergang. Okay, und das ist dieses gelbe Licht, in dem gemessen wird. Ja. Also die Natrium-D-Linie. Und das sind 589 Nanometer. Jetzt noch allgemein die Formel. Alpha, gemessener Drehwert durch die Konzentration mal der Länge der Küvette oder damit Länge der Probe, durch das das Licht hindurchtritt. Wobei die Länge der Probe gemessen wird in Dezimeter, also in 10 Zentimeter Einheiten. Und die Konzentration wird gemessen in Gramm pro Liter und nicht molar. Das ergibt dann zu einer bestimmten Temperatur und zu einer bestimmten Wellenlänge den spezifischen Drehwert. Sie werden im OC-Grundpraktikum auch einmal damit zu tun haben. Und zwar bei folgendem Versuch. Das 1,2-Diaminocyclohexan bekommen Sie als Gemisch, wobei dort sowohl die beiden Enantiomeren drin sind, das Trans-Diaminocyclohexan ist chiral, Sie haben also beide Enantiomeren, während das Cis Diaminocyclohexan nicht chiral ist, es ist eine Mesoverbindung. Die haben Sie womöglich auch noch da drin. Und Sie setzen dieses Gemisch um mit Weinsäure. In leicht essigsaurer, wässriger Lösung. Ja, was passiert da? Da passiert eine Salzbildung. Zunächst 90 Grad Celsius und dann wird runtergekühlt auf Raumtemperatur. Und wenn das zum Kristallisieren noch nicht reicht, noch ein bisschen tiefer. Und was Sie dann bekommen oder beobachten, ist, dass dort ein Salz auskristallisiert. Selektiv kristallisiert ein diastereoisomeres Salz aus. Also es finden hier keine Epimerisierungen statt. Ja, der Rest bleibt weitgehend in Lösung. Ja, und dann ist es halt eine Sache von Abkühlungsgeschwindigkeit, wie stark kühlen Sie runter und Konzentration, dass Sie möglichst selektiv eben, also hier nur eins dieser Salze erhalten. Und wie gut Sie hier kristallisiert haben, wird anschließend festgestellt durch Messung des entsprechenden spezifischen Drehwertes des Salzes, was Sie auskristallisiert haben. Ja. So, und entweder das ist an dem Literaturwert dran, hinreichend, oder eben nicht. Wenn nicht, müssen Sie halt nochmal kristallisieren.
Noch eine Ergänzung zur Howorth-Projektion. Nehmen wir noch mal die D-Glucose. Die ist hier die D-Glucose. Und Sie erinnern sich daran, dass in wässriger Lösung D-Glucose in dieser offenkettigen Form nur in 0,002% vorhanden ist. Zyklisierung findet hier statt, eine Halbacetalbildung und bevorzugt zum 6-Ring. Das bedeutet, dieses hier ist eins der Ringglieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dies ist die OH-Gruppe, die bevorzugt das schließt. Das sind dann die Pyranosen. Wenn diese OH-Gruppe den Ring schließt zum 5-Ring, dann sind wir bei den Furanosen. Wir haben dann die entsprechende Howorth-Projektion aufgeschrieben. Wie gesagt, manchmal werden die Wasserstoffe eingetragen, klassisch werden sie eingetragen, aber in moderneren Lehrbüchern werden die Wasserstoffe häufig weggelassen, weil das Ganze dann übersichtlicher wird. Hier an der Stelle sieht man schon, wenn ich hier den Wasserstoff einzeichne, naja, okay, ne? Geht gerade noch so. Das ist dann die entsprechende Howorth-Projektion für das, ja, für die Beta-D-Glucopyranose. OH-Gruppe hier nach oben ist in diesem Fall in äquatorialer Position, ist die Beta, ist das Beta-Anomer. Hier nach unten wäre das Alpha-Anomer. Was jetzt als Ergänzung noch hinzufügen wollte, Sie können diese Zyklisierung auch in der Fischer-Projektion darstellen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Sie zeichnen dann hier den Sauerstoff außen ein und hier gebogen rum. Ja, so nach außen und dann eben eine Biegung. Aber nicht hier so einen eckigen Knick, weil mit dem eckigen Knick dann kann das Missverständnis aufkommen, dass Sie hier diesen Eckpunkt mit Wasserstoffen auffüllen müssten und das einen Kohlenstoff darstellt. Ja, das entspricht dieser Struktur, hier Howorth-Projektion, dort Fischer-Projektion. Im Übrigen geht es natürlich auch so, sieht man auch gelegentlich. Ja, diese beiden Darstellungen sollten auch einander entsprechen. Tja, und wenn Sie dann hier unsicher werden, stimmt denn jetzt die Stereoinformation bei all diesen Darstellungen überein,
Ja, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als nach Kahn, Ingold, Prelog jeweils die absolute Konfiguration zu bestimmen, der Zentren, ja, die Sie da aufgezeichnet haben, und schauen, ob das identisch ist. Ja? Und das machen wir hier an diesem Beispiel. Dieses hier ist R. Ja, also Wasser, bei, wie Sie wissen, bei der Fischer-Projektion, die Querbalken kommen aus der Tafelebene raus. Gedanklich müssen Sie den Wasserstoff hier nach hinten tun. So, dieser Sauerstoff hat die höchste Priorität, dann kommt die Kette, dann kommt die CH2OH-Gruppe. Also, von der OH-Gruppe zur Kette zu der Hydroxymethylgruppe ist im Uhrzeigersinn ist also R. Ja, schauen wir uns dieses Zentrum hier an. Auch hier hat der Sauerstoff Priorität. Hier hat sich nichts geändert. Das ist R. Hier ist es ein Stück weit schwieriger zu sehen, dass sich nichts geändert hat. Aber Wasserstoff kommt hier raus. Hydroxymethylgruppe kommt auch aus der Tafelebene heraus. Ja. Vom Sauerstoff zu der Kette zu der Hydroxymethylgruppe, ja, das ist auch R. So, und offenbar betrachten wir ja jetzt hier die absolute Konfiguration von diesem Kohlenstoff, wo die Hydroxymethylgruppe dranhängt. Ja, von dem Sauerstoff zu dieser Seitenkette nach dort. Der Wasserstoff ist quasi nach hinten weg, das ist auch R. Passt alles. Ja? Und wenn Sie es ganz genau machen wollen, müssen natürlich eben also hier überall einmal rum R und S eintragen. Nach diesen Ergänzungen kommen wir zu Reaktionen von Monosacchariden. Zunächst mal die Substitution. Am Beispiel der Glucopyranose. Hier einmal geschlängelt, Gemisch, Alpha und Beta, Glucopyranose. Wenn wir hier in Methanol in Gegenwart einer katalytischen Menge einer Mineralsäure umsetzen. Ja, okay, was wird hier protoniert? Im Gleichgewicht werden OH-Gruppen protoniert. Aber an einer Stelle entsteht dort dann, ja, überall haben wir dann eine H2O-Abgangsgruppe. Nur an einer Stelle löst sie sich besonders gut halt ab, weil ein mesomer stabilisiertes Carbenium-Ion übrig bleibt. Und das ist diese anomere Position, das anomere Zentrum. Denn Protonierung hier, H2O löst sich ab, plus H2O, ach Quatsch, plus H+, minus H2O. Haben wir hier das Carbenium-Ion. Was mesomer stabilisiert ist. Plus
Methanol minus H+. Daran sehen Sie insgesamt nur katalytische Mengen an Mineralsäure notwendig. Und Sie erhalten dann die methoxysubstituierte Verbindung in zwei Stereoisomeren, hauptsächlich die Alpha-Form. In Einklang mit dem anomeren Effekt. Und etwas von der Beta-Form. Das Ganze im Verhältnis 67 zu 33, wie wir in der vergangenen Stunde schon in einer Tabelle erfasst hatten. Weitere interessante Reaktion bezeichnen wir dieses hier mal, dieses Gemisch als A. Und setzen nun um mit einem Überschuss an Essigsäureanhydrid, Überschuss durch Exzess, also Exzess, symbolisiert in Gegenwart einer Base, Pyridin, was gleich auch als Lösungsmittel eingesetzt werden kann, das Ganze bei 0 Grad Celsius. Die Alkoholfunktionen werden hier reagieren mit dem Anhydrid. Wir werden also durchgängig acylieren und bekommen schließlich diese Verbindung. Hier ist nun interessant, wenn wir mit HBr umsetzen, löst sich zunächst einmal genau hier HOAZ ab und wird substituiert durch das Bromid. Noch recht unselektiv. Im nächsten Schritt aber, wenn wir nun in einem Alkohol ROH mit Silbercarbonat umsetzen, wird Silberbromid gebildet zunächst. Und das heißt, wir haben hier das Carbenium-Ion. Was nun interessanterweise durch einen Nachbargruppeneffekt, nämlich die Acylgruppe als Lewis-Base stabilisiert wird.
was wir am besten so darstellen können, also ein Nachbargruppeneffekt. Das Carbenium-Ion tritt in Wechselwirkung, bindende Wechselwirkung zum freien Elektronenpaar an der Carbonylgruppe vom Acetylrest. Ja, und wenn jetzt substituiert wird, dann erfolgt das nach einem SN2-Mechanismus, wobei dann der Alkohol hier von dieser Seite angreifen muss, plus ROH minus H plus, und letzten Endes bedeutet das nichts anderes, als dass wir so gezielt die Alkoholfunktion in die Beta-Position bekommen. Letzten Endes haben wir also hier einen Nachbargruppeneffekt, zur gezielten Synthese einer beta-glykosidischen Bindung. Weitere Reaktionen an Sacchariden. Kommen wir zum Tollens-Reagenz. Das ist Silbernitrat in wässriger ammoniakalischer Lösung. Wenn nun eine Aldose hinzugegeben wird, dann wird die oxidiert zur Carbonsäure. Die Reaktion läuft mit Ketosen etwas langsamer, funktioniert aber auch. Ja, hier ist oxidiert worden, da ist reduziert worden. Wozu wird wohl ein Silbersalz reduziert? Ja, zu elementarem Silber, der sich als Silberspiegel niederschlägt. Ist also ein Test nasschemischer Nachweis von reduzierenden Zuckern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird diese Reaktion in der Tat verwendet, um Silberspiegel herzustellen. Durchaus also auch noch im Nischenbereich Teleskopspiegeln machbar und wird auch noch nach wie vor durchgeführt. Ja. Auch wenn andere Methoden jetzt eben in den Vordergrund dabei getreten sind. Ja, das ist also die Silberspiegelprobe. Weiterer Test auf reduzierende Zucker. Macht man mit einer Probe nach Fehling. Die Fehlingsche Lösung. Das ist ein Kupfer-2-Salz
der Weinsäure im alkalischen Medium. Beispielsweise wieder mit der Glucose. Dann passiert Folgendes. Die blaue Lösung aus der blauen Lösung fällt ein ziegelroter Niederschlag aus. Dabei handelt es sich um dieses Kupfer-1-Oxid. Ja, und derweil wird die Glucose zur Glucuronsäure oxidiert. Zur Glucuronsäure. Ja, und dies ist auch eine Reaktion, die positiv ist mit allen reduzierenden Zuckern. Was sind nun reduzierende Zucker? Das sind die, die eine Aldehydfunktion oder eine Ketofunktion enthalten. Interessanterweise, unser normaler Haushaltszucker ist kein reduzierender Zucker. Ja? Deswegen ist jetzt an der Zeit, uns mal anzugucken, wie sieht denn die Struktur des Haushaltszuckers der Saccharose aus. Saccharose ist also nicht reduzierend. Im Haushaltszucker haben wir einen Glucopyranose-Teil, den ich hier zuerst aufzeichne. Das ist der Glucopyranose-Teil. Hier nun eine alpha-glykosidische Bindung in Einklang mit dem anomeren Effekt. Was hängt jetzt da dran? Eine Fructofuranose, also von der Fructose 5-Ring-Halbacetal gebildet und hiermit halt dann die Acetalbildung. Das ist die Struktur. Wohlgemerkt, hier haben wir eine alpha-glykosidische Bindung. Dort haben wir eine beta-glykosidische Bindung. Damit ist es eine alpha-beta-1,2 glykosidische Bindung.
Ja, und wir erkennen, dass wir hier in diesem Molekül keine Aldehydfunktion und keine Carbonylgruppe haben. Ja. Ist also nicht reduzierend. Dann ist diese Verbindung basenstabil, säurelabil. Woher sollten Sie das bereits wissen? Na ja, okay, wir haben hier eine Acetalfunktion. Ja, und davon wissen wir, säurelabil, aber basenstabil. Okay. Bedeutet aber, dass wir mit einer Mineralsäure hier das System knacken können. Molekülformel C12H22O11 für die Saccharose. Und da haben wir ein Alpha D von plus 66 Grad. Reaktion mit H2O, also saure Hydrolyse, katalytisch eine Mineralsäure hinzu. Dann erhalten wir zum einen die D-Glucose. Von der wissen Sie ja bereits, dass der Alpha-D25 bei Erreichen des Gleichgewichtes, ja, nach erfolgter Mutterrotation bei plus 53 Grad ist. Ja, und schließlich noch ein Isomer, nämlich die Fructose. Die D-Fructose. Und da haben wir dann den Alpha-D25 bei minus 92 Grad. Was würden wir also beobachten, wenn wir jetzt Saccharose im Polarimeter vermessen und dabei dann zeitabhängig nach Zugabe der Säure uns den Drehwert ansehen? Da das hier 1 zu 1 entsteht, müssen wir jetzt hier rein rechnerisch irgendwo, ja, bei minus 39 Grad landen. Kommt nicht ganz genau hin, durch die Säure kommen auch Nebenreaktionen zustande, Isomerisierung, ja, aber so ungefähr passt das als Ergebnis. Das heißt, wir beobachten hier Veränderung der Drehung vom positiven Bereich in den negativen Bereich, wird also die Drehrichtung invertiert. Ja, und das ist der Grund, warum dann das resultierende Gemisch aus Glucose und Fructose Invertzucker genannt wird und so in den Handel kommt. Was wir in der verbleibenden Zeit noch schaffen können, ist die schöne Synthese der Ascorbinsäure, Vitamin C aus der D-Glucose. Herstellung von Vitamin C. Startet also von der D-Glucose
immer leicht zu zeichnen, weil, wie Sie wissen, zumindest bei der Beta, die Glucofuranose, sind alle Substituenten in äquatorialer Position. Und entweder klassisch mit Natriumborhydrid reduziert oder mit Wasserstoff heterogen an einem Platin-Katalysator. Die Reduktion läuft natürlich über die offenkettige Form. Und dabei erhält man diese Verbindung, das sogenannte Desorbit. Ja, hat also, ist kein reduzierender Zucker mehr, hat halt eben also hier nur noch Hydroxyfunktionen. Sorbit wird als Zuckerersatzstoff eingesetzt. Nicht, weil das jetzt plötzlich eben irgendwie diätetisch wäre, ja, also weniger Kalorien hätte. Sorbit hat tatsächlich weniger Kalorien. Ja. Allerdings ist die Süßkraft auch geringer. Das heißt, wenn man die gleiche Süße erreichen will, spart man da also keine Kalorien ein. Ja. Allerdings für Diabetiker ist es ein guter Ersatzstoff. Und dieser Ersatzstoff wird auch zum Süßen von Zahnpasta verwendet, ja, weil es durch die Bakterien im Mundraum halt nicht oder wenig abgebaut wird und deswegen nicht kariesfördernd ist. Ja, und eine Süße will man da halt irgendwie doch auch noch drin haben. Nächster Schritt, biotechnisch mit Acetobacter-Stämmen. Acetobacter suboxidans und ähnlichem. Ja, Wunder der Biochemie. Diese Bakterien schaffen es, enzymatisch Sorbit aufzuoxidieren und zwar selektiv an diesem Kohlenstoff. Also wir Chemiker mit artifiziellen Systemen werden das nicht hinkriegen, zugegebenermaßen. Wie gesagt, hier wird aufoxidiert an dieser Stelle. Ja, und jetzt stellen wir fest, jetzt haben wir das hier ja, als Fischer-Projektion nicht mehr ganz standardmäßig gezeichnet. Die aufoxidierte Funktion sollte eigentlich nach oben kommen. Und das bedeutet, dieses hier, muss man einmal drehen, das ist identisch hiermit. Und jetzt stellen Sie fest, dass diese Gruppierung hier unten, an der wir immer festmachen, ob wir in der D- oder in der L-Reihe sind, da ist die OH-Gruppe nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf der linken, damit ist nicht mehr D, sondern hier sind wir in der L-Reihe. Und dieses hier nennt sich dann die L-Sorbose. Wenn wir nun aufoxidieren und hoffen, dass das selektiv hier oben passiert, an der CH2OH-Gruppe, dann würden wir dort zur entsprechenden Carbonsäure gelangen.
Das gelingt mit einem modernen Verfahren, Platin-Katalysator und Sauerstoff. Klassisch wird ja das Halbacetal, das zyklische Halbacetal mit Aceton in der Säure umgesetzt. Alle möglichen Funktionen sind dann acetalisiert, bis auf diese eine CH2OH-Gruppe, die noch an der Seite dran ist. Und das wird dann mit Kaliumpermanganat aufoxidiert. Das ist die klassische Synthese. Verbessertes, modernes Verfahren, Platinkatalysator mit Sauerstoff. Ja, okay, jetzt haben wir hier die Carbonsäure. Wir befinden uns damit sowieso im sauren Bereich. Jetzt kann eine Laktonisierung stattfinden, am besten zum Gamma-Lakton, einem Fünfring-Lakton hier mit dieser OH-Funktion. OH-Säure-Funktion, Laktonisierung. Normalerweise, wenn Sie hier ein Acyloin haben, also ein Alpha-Hydroxyketon, dann tautomerisiert das nicht zur Dihydroxy, zum Dihydroxyolefin. Ja, denn hier haben Sie jetzt an diesem Olefin zwei OH-Gruppen, die mesomer gesehen Donorfunktion haben. Ja, elektrostatische Abstoßung ungünstig. Ja, Tautomerisierung geht von hier ganz klar, das Gleichgewicht liegt auf dieser Seite. Da haben wir jetzt eine Ausnahme, müssen wir uns angucken, woran das denn liegen kann. Das tautomerisiert hier sehr gut. Hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir zwar immer noch die beiden Donorgruppen, hier mesomere Donoren an der Doppelbindung, aber wir haben zusätzlich noch die Carbonylgruppe. Und damit haben wir ein Donator-Akzeptor-substituiertes Olefin, was damit stabilisiert ist. Mesomere Grenzstrukturen schreibe ich jetzt nicht dran, die erspare ich mir dabei. Hinzu kommen noch Wasserstoffbrückenbindungen, jeweils OH zu freien Elektronenpaaren der benachbarten Sauerstoffe. Meistens werden nur die angegeben. Ich bin davon überzeugt, dass also hier gerade auch noch, hier von dieser OH-Gruppe auch noch eine zusätzliche Stabilisierung erfolgt. Ja, und diese Stabilisierung ist natürlich auch gegeben, wenn deprotoniert wird. Wenn dieses Proton abgegeben wird, dann ist das Anion ganz besonders stabilisiert über Donator-Akzeptor-System und die Wasserstoffbrückenbindung. Und deswegen heißt dieses hier, hat einen Namen einer Säure, nämlich Ascorbinsäure, und hat eigentlich überhaupt keine CO2H-Gruppe. Ja? Ist recht sauer, pKs-Wert irgendwo im Bereich 4.1 bis 4.2, verglichen mit Essigsäure mit einem pKs-Wert von 4.8 ist Ascorbinsäure gleich Vitamin C deutlich saurer. Ja? Eben über diese Stabilisierung. Am kommenden Mittwoch geht es weiter mit einigen Reaktionen an Zuckern.
die der Analytik von Zuckern dienen. Und dann kommen die Biopolymere auf Zuckerbasis. Bis Mittwoch.